So, endlich mal wieder Squats nach, keine Ahnung, 3-4 Tagen. Ich habe eure Kommentare alle durchgelesen, wegen Ausführung, Technik. Ich kann das halt alles nicht so von jetzt auf gleich umsetzen. Ich übe das. Ihr könnt mir am besten, wenn ihr wollt, weiter gerne Feedback geben. Das hilft mir halt wirklich sehr. Deswegen mache ich ja auch die Videos bzw. zeige es und stelle es online. Damit ich Feedback bekommen kann. Weil das ist halt auch nichts, wenn man halt ständig immer nur alleine für sich alles macht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich die Stange halt zu hoch ablege auf dem Rücken, dass das irgendwie der Halswirbel schon ist. Das war mir alles überhaupt nicht bewusst, dass die Ablage zu hoch eingestellt war und so weiter. Und ich werde die Kamera mal ein bisschen weiter runter wieder machen jetzt für manche Lifts, um halt, damit ich selber auch die Tiefe kontrollieren kann, weil ich habe halt gar kein Gefühl dafür, das ist das Ding. Und ich habe auch keine Box, die ich genau auf die Höhe einstellen könnte. Naja, mal gucken. Ich sage euch einfach mal, was so meine Cues sind bei den Kniebeugen. Ich bin ja eine etwas breitere Person oder fülligere Person, sage ich mal. Und deswegen ist es bei mir eigentlich sinnvoll. Und zusätzlich kommen auch die sehr langen Beine hinzu, was man jetzt gar nicht mehr so sieht mit der Körperfülle. Aber bei früheren Bildern sieht man das krass. Da blende ich mal ein Bild ein von der Benchpress früher mit dem langen Arm, und bei den Beinen ist es genauso. Plus eine sehr breite Kuhhüfte, sage ich mal. Da ist es bei mir. Ach, und maximal retroverted Hüftgelenke. Das heißt, die stehen maximal nach außen, so wie es von Anatomie her nur geht. Deswegen muss ich sehr breit stehen und die Füße sehr weit nach außen geengelt, sonst kriege ich halt wirklich Hüftgelenksprobleme. Deswegen habe ich halt seit 4 Monaten Impinged Hip vom Kreuzheben, weil ich da halt immer so eng stand. Und es wurde halt deutlich besser, nachdem ich halt breiter stand und weiter nach außen geengelt. Wie heißt denn das auf Deutsch? Gewinkelt. Genau. Das ist so meine erste Sache. Relativ breiter Stand. Zweite Sache ist, dass ich beim Runterkommen die Knie auch wirklich nach außen treibe. Das sagen sehr viele Leute. Manche, es gibt auch manche, die sagen halt, auf keinen Fall machen. Also bei Technikausführung ist sowieso irgendwie, habe ich das Gefühl, alles gegensätzlich, was Leute sagen. Genau, deswegen sage ich jetzt einfach, was meine Cues sind. Dann versuche ich, Knie und Hüfte gleichzeitig zu biegen, zu bänden, zu beugen, wie auch immer, einknicken zu lassen. Ein weiterer Cue ist, dass ich halt wirklich möglichst maximale Stabilität erreiche, schon beim Anrecken. Also Core-Spannung, dass da nichts abflaut, und genau das habe ich jetzt auch beim Benchpress ganz krass gemerkt, dass das eigentlich das Wichtigste ist, oder mit das Wichtigste, dass die Spannung möglichst hoch ist und auch hoch bleibt den ganzen Lift über. Genau, das richtige Bracen. Und was ist noch ein weiterer Cue? Weiß ich nicht, also ich weiß auch zum Beispiel nicht bei Hüfte. Manche sagen halt, Hüfte hinten rauskommen lassen, andere sagen auf keinen Fall hinten rauskommen lassen, andere sagen so ein Mittelding, ein bisschen, aber nicht zu viel, was ich jetzt eher versuche als das Letztere. Aber ich weiß letztendlich nicht, was am besten ist, weil es einfach so viel gegensätzliche Informationen gibt. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Einstellung weiter unten von den Halterungen, wie der Brocken das suggested hat, um nicht so viel Energie zu wasten beim Walkout und Unracking. Werde ich mal gucken. Und weil ich jetzt gelabert habe, habe ich jetzt natürlich keine Spannung aufgebaut. Aber es ist ja der Aufwärmsatz. Ich hoffe, die Position der Stange ist jetzt nicht mehr zu hoch. Ich muss mir das im Video gleich angucken. Tiefe weiß ich halt nicht. Muss ich mir auch mal ein Video angucken. Deswegen mache ich so 2 Wiederholungen. So, jetzt haben wir ca. 76 Kilo auf der Squatbar. Ich stelle die Kamera wieder weiter runter, um die Tiefe zu sehen. Ja, von der Höhe der Halterung weiß ich noch nicht, ob das so gut ist.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich gut. Und mit der Höhe, wo ich die Langhantel auf dem oberen Rücken oder Traps auflege, da muss ich noch wissen. Ja, ich habe jetzt die Hände wieder offen, sehe ich gerade. Ich mache es aber beim Aufwärmen jetzt noch kurz so. Ja, Mist, das letzte Video ging irgendwie nur 3 Sekunden, hat er automatisch aufgehört aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Deswegen der Aufwärmsatz von gerade ist dann nicht auf dem Kasten, waren einfach 2 25er Scheiben weniger. Kann ich mich selber jetzt auch nicht kontrollieren, aber Tiefe müsste jetzt noch tiefer gewesen sein als beim ersten Beinsetzen, weil sobald Gewicht drauf kommt, wird es für mich einfacher. So alles bis 230 Kilo oder so ist für mich einfacher als die leere Stange. Ich brauche einfach dieses Gegengewicht. Aber mal gucken. Genau, was ich da gesagt hatte, was es natürlich auch fehlt auf dem Video. Ein wichtiger Cue für mich persönlich ist momentan, die Glutes zu aktivieren, weil ich habe die einfach nie aktiviert, unterbewusst, egal bei welcher Übung. Genau, und das ist ja so quasi mit der größte Muskel im Körper und ich nutze den einfach nicht. Sehr gut. Ja, mal gucken. Ja, die Glutes bewusst voll anzuspannen, macht es voll schwierig. Boah, das war viel anstrengender als sonst. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. So, da hatte ich gerade vergessen, die Kamera runterzustellen, damit man die Tiefe sieht. Aber sowieso witziger, das war schwer, im Gewicht zu sehen, die Tiefe erreicht wird. Sollte ich sagen. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also sind jetzt 220 Kilo drauf. Genau, wenn ich das so langsam und kontrolliert ausführe für Technik, dann fängt es jetzt langsam an, schwerer zu werden. Deswegen gucken wir mal. Jetzt stand ich. Jetzt habe ich gemerkt, dass der breite Stand mir doch eher Nachteile bringt, weil die Adduktoren, also auf der Oberschenkelinnenseite, halt total unterentwickelt sind. Und die sind dann ein ganz krasser Flaschenhals. Aber eigentlich brauche ich den weiten Stand, deswegen muss ich die Adduktoren trainieren. So, 245 Kilo. Mit einer langsamen Ausführung, mit Fokus on
auf Technik wird das jetzt schon langsam schwer. Also schon schwer, sag ich mal so. Genau. Und interessanterweise haben meine Ellbogen jetzt geschmerzt nach dem letzten Satz, einfach weil ich 2 Tage hintereinander Bankdrücken gemacht hatte und die halt ein bisschen zerstört sind. Deswegen habe ich jetzt Elbow Sleeves an, auch wenn die sehr locker sind, die Sleeves. Besser als nix. Genau, Kreide fange ich jetzt mal auch an, so langsam. Bei dem Gewicht und Wrist Wraps für mehr Stabilität einfach. Und dann werde ich noch auf 260 hochgehen, so zumindest der Plan. Und das müsste dann auch reichen für Technik. Und mal gucken, ob ich dann Dropset mache oder was ich dann mache. Genau, ohne die Fast Twitch Fibers jetzt aufgewärmt zu haben, ist das schon schwer jetzt. Ganze Kreide natürlich wieder ab jetzt, aber egal. Warum es für die Ellbogen schwerer wird. Das sage ich dann aber gleich. Ne, warte mal. Ich ziehe lieber den Pulli an. Ich muss das erst lernen mit der richtigen Position auf dem Nacken. Dann rutsche ich da so rum mit dem Nörling, ratsche mir die ganze Haut auf. Ich ziehe den Pulli mal an. Und ich habe es auch gemerkt, durch das schwere Bankdrücken und so weiter, dass ich dann wieder deutlich immobiler in der Schulter werde. Und dann, wenn ich mich da so reinquetsche in die langen Hantel, dann geht es auch total auf die Ellbogen. Jetzt sehe ich auch gerade, durch das ganze Laufen sind auch wieder die Sleeves verrutscht. Sind nicht mehr wirklich in Position. Kreide ist weg, aber ist alles egal. Mit den Nieslis ist jetzt schon scheiße. Ich versuch's trotzdem. Einfach. Aber das war ein schöner Aufwärmsatz. Das hat jetzt richtig gut aufgewärmt, habe ich gemerkt. Den Barpass kann ich jetzt natürlich nicht so gut demonstrieren, weil ich halt nicht von der Seite aufnehmen kann. Das zeige ich gleich, wenn ich an der Kamera bin. Weil zu den Seiten ist halt kein Platz, da kann ich die nicht aufstellen. Und ich habe nur ein Objektiv, das für Nahaufnahmen gedacht. Deswegen kann ich auch nicht weiter rauszoomen oder so. Dann einfachste Lösung wäre, wenn ich mir einen Adapter fürs Stativ hole, damit ich das Handy einfach draufpacken kann. Damit kann ich dann rauszoomen. Das könnte ich mal machen zur besseren Analyse der Technik. Aber auch die Tiefe ist von hinten schwierig zu beurteilen, wenn man von hinten filmt. Ja, und der Barpass, den kann man sowieso nicht sehen, dann aber hat sich gut angefühlt.
Und gerade habe ich dann wieder vergessen, die Kamera weiter nach unten einzustellen. Weil ich muss an so viel denken bei Technik und Cues, dass ich dann manchmal sowas vergesse. Und das Akku, das ist auch, Kamera-Akku ist auch wieder schlimm. Muss ich mal gucken. So müsste es reichen. Ich nehme jetzt auch mal den Gürtel hinzu. 260 Kilo, weil das will auch geübt werden. Ich weiß zum Beispiel auch überhaupt nicht, welche Position besser ist. Ich habe verschiedene ausprobiert und habe manchmal Unterschied gespürt, einen deutlichen auch. Wenn ich es dann aber recreaten wollte, also wieder so eine ähnliche Position finden wollte, war es wieder schlechter. Also weiß ich auch nicht. Das ist auch so eine Sache. Das will auch geübt werden, gehört mit zur Technik und Ausführung. Deswegen kommt der jetzt hinzu. Jetzt ziehen wir noch eben die Stulpen an. Die sind halt leider zu groß, deswegen rutschen die sogar, wenn ich die über die dünne Jogginghose ziehe. Deswegen will ich so wenig Schritte wie möglich damit gehen. So, jetzt noch Kreide und Handgelenksbandagen. Fühlt sich sehr einfach an, trotzdem kopfrot geworden, weil, ihr habt es vielleicht gesehen, im oberen Rücken hat dann die Stabilität gefehlt, weil ich durchs Bankdrücken jetzt in den Schultern wieder so immobil geworden bin, dass ich ganz lose, lockere Hände, Arme hatte. Also die Bar überhaupt nicht stabilisiert hat, sondern die hing einfach nur lose dran. Dann kriegt die da nicht fest runter gerade, weil die Mobilität jetzt so eingeschränkt ist durch zwei Tage Bankdrücken hintereinander. Auch ein bisschen geschmerzt haben meine Aufwärtsbewegung. Egal, ich gucke mir das kurz an. Auch mit der Tiefe. Ja, ich sag, das geht noch ein bisschen tiefer. Ich mache das dann einfach nochmal mit 260 Kilo. Arsch merke ich jetzt schon so mit den Arschknochen durch die langsame Ausführung. Und weil ich vom Heben Muskelkater im Arsch habe, weil ich diesmal halt mit Lockout gemacht habe und Fokus auf Arsch anspannen, Muskelkater drin. Und jetzt, wo ich die Tiefe übe, wird natürlich genau der Arsch beansprucht. Aber ich denke, das ist ein gutes Gewicht zum Üben. Meine Beine sind auch jetzt noch nicht mal aufgewärmt. Klar, ich habe jetzt auch wenig Wiederholung gemacht, aber das habe ich auch alles schon ausprobiert, das reicht auch nicht aus. Meistens sind meine Muskeln und alles nicht mal aufgewärmt beim Topsatz.
Und wenn ich mehr Aufwärmsätze mache, sind die trotzdem nicht aufgewärmt. Das liegt einfach daran, in der genetischen Geschichte, dass mein Blutgerinnungsfaktor, ich glaube Faktor 5, ist das Faktor 5 Störung oder sowas, dass meine Blutgerinnung extrem schnell ist, wenn ich mich also schneide oder so, 3 Sekunden sofort Kruste. Und das natürlich auch innerhalb vom Körper, sodass das ständig alles verklumpt und so weiter. Und dadurch alles, der Blutkreislauf immer langsam ist, Durchblutung ist schlecht. Genau deswegen, es dauert bei mir eine Stunde. Also ich war früher, bin auch Halbmarathons gelaufen und da musste ich mindestens eine Stunde laufen, auch schnell laufen, bis ich aufgewärmt war. Wenn ich dann mal 1,5 Stunden lang gelaufen bin, konnte ich danach extreme Sprints machen, was sowieso eigentlich meine krasseste Begabung ist, als das mit so Schnellkraft, Explosivität zu tun hat. Genau. Deswegen wäre es mal sinnvoll, dass ich mir einen Heimtrainer anschaffe. Ich habe da jetzt noch keinen guten gefunden. Ich will auch einen haben, der halt bis zu 150 Kilo aushält und auch nicht sofort kaputt geht. Weil da kann ich halt den Kreislauf sehr gut aufwärmen. Und genau, was mir da stark hilft, habe ich jetzt gemerkt, ist L-Citrullin tatsächlich. Das hilft meiner Durchblutung extrem. Ich nehme das Zeug und denke direkt so, wow, ich fühle mich plötzlich normal, so wie man sich eigentlich fühlen müsste als normaler Mensch, ohne diese Faktor 5 genetische Geschichte. Plötzlich fühlt sich ja so auch in den Gelenken so alles frei an und die knacken nicht mehr, achen nicht mehr. Hilft mir tausendmal besser als Aspirin, was man eigentlich nimmt bei Faktor 5 Geschichten oder Durchblutungs-, also um halt das Blut zu verdünnen. Genau, deswegen habe ich mir auch mal L-Citrullin bestellt, damit ich das nicht in Boostern immer nur mit Koffein zusammen drin habe. Genau. Easy. Also wenn man das langsam macht, ist das schon anstrengend in der Aufwärtsbewegung. Aber im Hold unten hat das sich sehr angenehm angefühlt, da wäre ich gern geblieben. Aber ich habe jetzt nur eine kurze Pause gemacht, weil ich noch nicht weiß, ob ich dann wieder rauskomme. Ja, das müsste jetzt zumindest Strongman-Tiefe sein. Das würde mir erstmal reichen. Ich hatte wieder vergessen, die Höhe hier umzustellen. Akku ist gleich leer. Bei solchen Sätzen ist der Körper jetzt einfach schon müde. Das muss auch für heute mal reichen.